Pläne sollen zurück aufs libysche Festland, zur Abschreckung. Und so wird Kapitän Abdul Bari Europas Mann an Afrikas Ufer. Jeder von diesen Leuten, der Italien erreicht, wird bestimmt seine Familienangehörigen anrufen und ihnen erzählen, dass die Sea-Watch nach 12 Meilen da ist. Ihr könnt gerne nachkommen. Libyscher Grenzschutz. Die EU unterstützt jetzt den Aufbau der Küstenwache mit 200 Millionen Euro. Patrouillenboote werden geliefert, Männer ausgebildet. Finde das Seil vorne fest. Vor der Sea-Watch abgefangenes Flüchtlingsboot. Unglaublich, fast 500 Menschen sind auf dem Boot unterwegs. Kinder und Frauen zuerst. Rund 300 junge Männer stammen aus Marokko. Viele träumen von einem besseren Leben in Deutschland. Dabei haben sie keine Chance auf Asyl. Einer nach dem anderen. Langsam, langsam. Von jedem Flüchtling kassierte die Schleusermafia allein für die Überfahrt rund 2000 Euro. Bleibt ein Gewinn von 1 Million Euro. Noch ahnen sie nicht, wohin es geht, bis einer von ihnen das Spiegel-TV-Team fragt. Wo fahren wir hin? Sie fahren zurück nach Tripolis. Nach Libyen? Jetzt bitte Warum? Konzentrieren. Person mit Sonnenbrille, das ist die libysche schönem Hemd und nimmt eigentlich gar nicht richtig teil an der Diskussion. Es könnte der Captain sein oder ein Mensch, der durch Krieg und Leiden gezeichnet ist. Achten Sie nicht auf die jungen Männer, sondern genau auf diesen bärtigen Mann mit der Sonnenbrille. Was ist mit dem anderen Boot? Ich weiß es ein nicht. Flüchtling. Das ist ein deutsches Boot. Elend. Hunger. Keine Arbeit. Nichts. Flüchtet nach Europa. Was denkt dieser Mensch eigentlich jetzt gerade? Kacke Werbung. Auch bei den 20 Frauen am Heck des Marineschiffes zerplatzen Träume, Wünsche, Hoffnungen. Die haben vielleicht ein Recht, aber der mit der Sonnenbrille auf keinen Fall. Warum schreist du so?